Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie auf Ihren AWS EC2 Server mittels X Grafik Benutzeroberfläche zugreifen können. Das heißt, die Anwendungen, die Sie auf Ihrem AWS EC2 Server starten, sollen mit einer grafischen Benutzeroberfläche auf unserem Windows-Rechner erscheinen. Ein ähnliches Video allgemein für Ubuntu haben wir schon auf Sample-Video gemacht, deswegen geht das jetzt hier ein bisschen schneller. Wir beginnen damit, indem wir uns erstmal die entsprechende Software holen. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Einfach runterladen. Installieren, dann haben wir am Ende hier im Systemtray das Xming Server Icon. So, ebenfalls brauchen wir PuTTY, haben wir auch schon in anderen Videos der AWS-Serie gezeigt. Wir geben die entsprechenden Daten für unseren AWS EC2 Server ein. Ich muss jetzt gerade mal schauen, sind das die richtigen Daten? 50.17.8.6.99 sind die richtigen Daten. So, jetzt kontrollieren wir noch den Rest. Die Authentifizierung ist mittels PPK-Datei und als letztes auch jetzt hier X11 Forwarding aktivieren. Display Location ist Localhost 0.0. Jedenfalls, wenn wir das auf diesem Monitor hier anzeigen lassen wollen, was der Standardfall sein dürfte. Also einfach Open Login as Ubuntu. Und als nächstes jetzt einfach nochmal Gedit gestartet. Jetzt werden wir sehen, wie in dem Ubuntu-Video angesprochen, das dauert jetzt hier ein bisschen länger, bis Gedit am Ende hier erscheint. Wie gesagt, die Leitung muss verschlüsselt werden, dann gehen die entsprechenden Daten drüber und das jetzt eben von Amerika bis hier. Aber am Ende klappt es dann trotzdem. Für diejenigen, für die das angenehmer ist, eine entsprechende Konfigurationsdatei so zu bearbeiten, anstatt es zum Beispiel mit Phi zu machen. Okay.